Hallo und willkommen zurück zu Darksiders 2. Ich bin Maru und wir haben ein bisschen Nebenquests gemacht in den letzten Verfolgen. Und da ich gerade rausgefunden habe, wo die ganzen Dinger sind, werden wir die noch kurz einsammeln, also die Beinchen von unserem lieben Robo-Freund. Weil ich will die Quest ja zeigen. Bei euch nicht die langweilige Suche dazu. Deswegen habe ich so kurz nachgeschaut, wo sie sind. Ich wusste doch, dass ich schon mal eins gesehen hatte, aber es war halt nicht in der oberen Ecke, sondern in der unteren Ecke. Ich hätte sie eigentlich früher finden können, hätte ich dann gedacht, da eher hinzugehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Die hätte ich nie wieder gefunden, weil ich einfach nicht mehr lang gelaufen wäre. Ich habe die Quest zu spät angenommen. Einen Moment. Doch, es hat sich selbst aufgehängt. Juhu. Bis gleich. Ja, willkommen zurück nach diesem lustigen Absturz. Ja. Wie wir sehen, wir sind direkt vor so einem Ding gespawnt. Ich muss alleine gehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Hat jemand von uns wollen? Wieder ein mystischer Stall.
Das war hier eng. Anscheinend nichts. Zurück und gucken uns an, was passiert, wenn wir ihn vollgebaut haben. Kann man nicht. Bauen wir mal zusammen. Hier geht gar nichts. Mein Stein ist wieder ganz. Danke, Fleischling. Die Erschaffer. Ich spüre ihre Verzweiflung. Das Verderben breitet sich aus. Aber vielleicht ist noch Zeit. Verzweiflung ist eine mächtige Kraft, Oran. Und Verderben noch viel mehr. Stimmt. Aber es gibt eine Waffe gegen solche Dinge. Der Wille der übrigen Erschaffer muss wiedererweckt werden. Der Wille, die Zerstörung in der Umgebung zu bekämpfen. Sie müssen an die Wunder erinnert werden, zu denen sie in der Lage sind. Hast du von der Chronik der Erschaffer gehört? Ich fürchte nicht. Darin steht unsere Geschichte, unser Wissen, unsere Lieder. Die Erinnerung ist verblasst, aber nicht verloren. Reiter. Es war kein Zufall, dass du mich wiederbelebt hast. Wir müssen die Chronik der Erschaffer finden. Wir? Ich bin zu groß für geheime Orte, aber du bist flink und klein. Nun gut, wo kann ich diese Chronik finden? Es ist so lange her, dass ich sie in Händen hielt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber wenn es eine Schamanin unter den lebenden Erschaffern gibt, wird sie die Antwort wissen? Ich werde diese Chronik zurückbringen. Ja, wir kennen eine Schamanin. Du hast unser Reich gerettet, Reiter. Und dafür hast du meinen Dank. Doch nur die Zeit wird zeigen, ob unser Weg in die Finsternis führt oder aus ihr heraus. Warum schafft ihr Kreationen? Ihr Erschaffer scheint mir standhaft genug. Selbst wir müssen letztendlich aus dem Leben dahinscheiden. Aber unsere Geister sind viel zu alt, um zur Stadt der Toten gezogen zu werden.
Stattdessen müssen wir mit dem Wald eins werden. Oder einen Körper aus Stein annehmen. Wenn Kreationen tote Erschaffer sind, sollte man meinen, dass es noch mehr davon gibt. Einst gab es viele Kreationen in den Hallen des Steinvaters. Aber das Verderben hat viele von ihnen und von uns übermannt. Ich habe nach einem Weg gesucht, Stein Leben zu geben, ohne die Seele eines Erschaffers zu opfern. Ich kann jedoch nicht behaupten, dass es Leben ist, das ich meiner Schöpfung eingehaucht habe. Etwas ging schief. Die Kreation wurde von Feuer verzehrt. Zorn, der aus dem Abgrund hochkochte. Es tötete einen unserer Jüngeren und floh zum verkohlten Pass. Ich möchte nicht, dass meine Schöpfung vernichtet wird, aber sie darf niemanden mehr verletzen. Ich möchte, dass du sie tötest. Du hattest Probleme, Gras wachsen zu lassen. Warum also eine Kreation schaffen? Wir sind ein Volk des Steins, geboren aus den Feuern unter der Erde. Ich habe einen Funken des Steinvaters eingefangen, um meiner Schöpfung Leben einzuhauchen. Aber er hörte nicht auf zu brennen. Schon bald verwandelte sich sein Schmerz in Zorn. Ich habe schon zuvor Kreationen erschlagen, Schamanin. Wie werde ich erkennen, dass ich deine getötet habe? Er nennt sich selbst Gorn. Das Wort kenne ich nicht. Aber ich ahne, dass es alt ist. Ein Wort des Feuers. Es wallt in ihm auf und läuft auf die Erde über. Feuer oder Blut, ich werde ihm beides entziehen. Ach, der Typ war das, da unten in der Feuerhöhle. War das ein bisschen so für uns. Was suchst du, Reiter? Die Chronik der Erschaffer. Ich kann mir kaum vorstellen, warum du an der Chronik interessiert sein solltest. Aber deine Beweggründe tun nicht zur Sache. Sie ist versteckt. Und selbst ich weiß nicht wo. Gibt es nichts, was du mir sagen kannst? Nun, ein Magnetstein könnte die Lage der Chronik enthüllen. Weißt du, die Artefakte wurden aus dem gleichen Stein geschlagen und sie streben danach, sich wieder zu vereinigen. Solltest du einen Magnetstein bei dir haben, wird er dich zur Chronik der Erschaffer führen. Wo kann ich einen finden? Diese Steine sind wertvoll. Sie können auch nur einmal benutzt werden. Es ist unmöglich, den Magnetstein von der Chronik zu trennen, sobald sie vereint sind. Sein Wert ist mir egal und ich brauche ihn nur einmal. Nun gut, aber ich brauche etwas im Gegenzug. Es gibt eine aussterbende Art namens Schattenlaub. Ihre Samen haben große Heilkräfte. Bring mir Samen des Schattenlaubs, dann weise ich dir den Weg zu einem Magnetstein. Gut, ich werde diese Samen finden. Die Kreaturen, die durch das Land streunen, lieben es, Schattenlaub zu fressen. Du wirst die Samen möglicherweise aus ihren Bäuchen kratzen müssen. Grind, oder was? Was alt war, ist wieder neu. Während du erntest, werde ich säen. Naja, also den Gorn, der ist noch ein bisschen hoch für uns. Samen sammeln ist wie grinden. Dann können wir endlich mal weitermachen jetzt. Mal kurz gucken. Ob das hier irgendwo einen Point hat. Ah, da unten. Aber ich muss ja schon machen jetzt. Büschen klatschen. Je länger ich damit warte, umso einfacher wird die Quest. Wir wollen ja nicht zu einfach machen.
mag den Kampf schon. Nicht für den einzubringen. Wir haben das ja geschafft. Positiv rein. Du bist zurück. So wenig Vertrauen, Schamanin. Hier sind deine Samen. Selten treffe ich auf jemanden, dessen Motive so schwierig zu erkennen sind. Aber meinen Dank hast du. Magnetstein. Wo versteckt diese? Ja. Und zu Oran. Meine Präsenz verbrannt. Hier ist deine Geschichte, Oran. Die Chronik. Endlich. Das ist, als ob die Seelen der Erschaffer selbst durch diese Tafel bei uns sind. Das verstehst du sicher. Tod. Du bist nicht so kalt, wie du uns alle glauben lässt. Nun, behalte das für dich. Nur ein paar Scherzchen. Der Wille der übrigen Erschaffer muss wiedererweckt werden. Der Wille, die Zerstörung in der Umgebung zu bekämpfen. Ich hoffe, es gibt noch weiter irgendwas jetzt so... Hey, das ist uns nicht so gebracht. Jetzt sind wir viel stärker. Oder so ein Spaß. Naja, jetzt aber wirklich. Ein neuer Gefilde. Weil Gorn ist noch zu stark für ihn. Das...
DLC. Rätsel. Ich war jetzt auf Gorns Level, weil ich den mit Gorn machen kann. Ja. So, dann werde ich jetzt mal ausgemacht haben. Hier stehen wir wieder. So, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir endlich gucken, was da hinten ist. Bis dann.